Also insoweit würde ich hier nicht mutmaßen, wie viele Freunde hier drin sind. Und auch ansonsten tut man sich schwer. Ich werde von kleinen Kindern, die mich besuchen im Rathaus, immer gefragt, hast du Freunde im Rathaus? So, ich weiß nicht. Und dabei würde ich es auch belassen bei der Betrachtung, ganz ehrlich. In der Politik relativiert sich dieser Begriff immer ziemlich schnell. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, liebe Frau Volkert. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie das wirklich alles zahlen, aber ich bedanke mich einfach mal für die Einladung. Das ist auf jeden Fall schön. Wahlbeamten auf die Art und Weise mal wieder die Möglichkeit, jetzt warum in Abendessens gehen. Ich war im Wechsel, also wir müssen da schon ein bisschen schauen. Aber es gibt nachher noch gut rum. Keine Angst, es geht der Hut dann nachher rum. Ja, es ist eine illustre Runde, wird, glaube ich, irgendwie gefühlt von Jahr zu Jahr größer. Oder dann ist es einfach die räumliche Ausdehnung, die mir so beeindruckend ist. Und ich gestehe, es schaut wirklich richtig gut aus. Also, wenn Sie frech sind, machen wir die Tür zu. Aber es ist echt begeistert. Also, es ist wirklich alles hier, was Raum und Namen hat. Eine Präsidentin. Und ich habe gedacht, sogar zwei potenzielle Präsidenten. Irgendwas 60er-Präsidenten. Habe ich mir sagen lassen, dass es da grundsätzlich immer mal wieder Interessenlagen gab. Die sind besonders gut gelaunt heute. Das wissen alle Fußballbegeisterten, warum. Vier Tore von den Löwen, das gibt es selten. Jedenfalls ins andere Tor. Insoweit verstehe ich, dann bin ich froh, dass ich da sitzen darf. Herr Sitzberger, bestens gelaunt heute. Was will man mehr? Also eine bessere Gesellschaft hätte ich mir nicht leisten können, nicht erlauben können zwischen Präsidentin und Präsidenten in Spee oder irgendwann. Schauen wir mal. Ja, ein paar Fragen habe ich mal aufgeschrieben. Also erstmal die Frage, wie es uns ohne Bezirksausschüsse gehen würde. Die ja nicht beantwortet. Nein, natürlich ging es uns total schlecht ohne Bezirksausschüsse. Alle Kolleginnen und Kollegen werden das sicher bestätigen. Wir sind froh, dass wir die Bezirksausschüsse haben, die sie übrigens auch mitwählen. Nur am Rande, um das vom Thema Wahl nochmal aufzugreifen. 2019 war ein gutes Jahr. Damit auch bisher ist es echt eine super Rede von Herrn Lemke. Aber wenn die Hürde schon immer ja, dann denke ich mal, dann muss es wirklich richtig gut gehen in dieser Stadt. Also, weil das ist ja nun wirklich ein Turnaround von der Geburt her. Wenn wir nicht mehr jammern, dann sind nicht alle Oktoberfestwirte da, zugegebenermaßen. Da wäre doch Potenzial. Aber einige sind schon da. Aber es gäbe noch Potenzial. Ich kenne da ein paar, die sind heute nicht da. Aber spielt keine Rolle. Ich finde es jedenfalls toll, dass es zumindest anerkannt wird, dass 2019 tatsächlich ein richtig gutes Jahr war. Und es ist auch wirklich schön, darüber sprechen zu können, dass wir ein vernünftiges Jahr hatten. Das Vorzitat mit der Bremse oder dem Motor, das ist schon ein gutes Stichwort, ganz ehrlich, weil eigentlich macht man in dieser Stadt viel mehr Sorgen als die paar hundert Meter Radweg in der berühmten Fraunhofer Straße. Eine latente Grundstimmung, die ich halt leider seit geraumer Zeit, nicht erst seit Anfang dieses Jahres, sondern auch schon seit dem ganzen letzten Jahr wahrnehmen darf. Und diese Grundstimmung ist einfach eine wachstumsfeindliche Grundstimmung in der Bevölkerung, die durchaus auch politischen Anklang findet, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Ich glaube, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein weit größeres Risiko für Ihre Branchen als die paar hundert Meter Radweg rot abmarkiert in der Fraunhofer Straße. Was ich erlebe in meinen Bürgergesprächen, in meinen Bürgersprechstunden, tatsächlich mehrere hundert Bürgerinnen und Bürger Fahrstunden mit mir reden, ist schon so latent diese Idee, naja, ist doch eigentlich alles super, so wie es ist, lasst es halt einfach so, wie es ist. Wir machen jetzt nichts mehr, wir weisen nichts mehr aus, schon gar keine Gewerbegebiete, aber auch möglichst wenig wohnen, weil eigentlich mehr hat man ja gern, dass alles so bleibt, wie es ist. Und das findet durchaus Anklang und wir werden erleben, wir werden eine Liste haben mit einer Stadtrat, die genau das als Wahlziel ausgibt, als Programm hat. Also Wachstum zu verhindern. Und ich meine, da tue ich mir jetzt echt als alter Wirtschaftler schon ein bisschen schwer, da überhaupt noch Kontenance zu bewahren, weil die Leute dann einem wirklich erzählen wollen, dass wenn wir jetzt einfach nichts mehr tun, dann bleibt München so wunderbar, wie es ist.
Und ich weiß, es gab auch mal in meiner Partei einen Vorgänger, der so eine ähnliche Theorie mal auch tatsächlich hatte. Sie kennen ihn alle, Schaschkola mit der Dampfkesseltheorie. Und ich glaube einfach, dass wir darüber hinausgehen müssen. Ich glaube einfach, dass das nicht der richtige Weg sein kann, eine Stadt wie München, die zugegebenermaßen gerne immer noch Millionendorf ist, aber die mittlerweile auch 1,5 Millionen Einwohner hat. Und die, das vergessen die Leute bei der Diskussion immer, die mittlerweile quasi keine Arbeitslosen mehr kennt, seit Jahren, um jetzt zu sagen, seit Jahrzehnten keine Arbeitslosen mehr kennt. Das pure Gegenteil ist der Fall. Vor 20 Jahren haben sich 20 Auszubildende auf einen Arbeitsplatz beworben, jetzt ist es umgekehrt. Also das ist alles nicht mehr mit normalen Maßstäben zu messen. Wir haben das höchste Durchschnittseinkommen in ganz Deutschland. Wir haben, wie gesagt, keine Arbeitslosigkeit. Wir haben Steuereinnahmen, die uns ermöglichen, alle Wünsche der Bürgerinnen und Bürger quasi zu erfüllen, außer Heizpilze. Aber da geht es ja nicht ums Geld, da geht es um wichtige Dinge. Aber das macht mir wirklich mehr Sorge, weil es greift wirklich Platz in der öffentlichen Diskussion, dass diese Ansicht vertreten und auch verkauft wird, das lässt sich halt gut verkaufen. Wenn wir jetzt nichts mehr machen, dann bleibt alles so wunderbar, wie es ist. Dann wird nicht mehr gebaut und die kleinen letzten grünen Wiesen bleiben grün. Und was dann passiert, weiß zwar jeder grundsätzlich eigentlich, aber keiner spricht es aus, dass wir dann mit Niveaus ergattern werden, wie sie in Paris oder in London stattfinden. Das interessiert die Leute in der kurzfristigen politischen Diskussion eher nicht. Also ich tue mir da echt schwer mit dieser Gesamtsituation. Es hat sich ja, wenn man ganz ehrlich ist, auch schon ein bisschen angedeutet. Also wenn es erfolgreiche Bürgerbegehren gegen zum Beispiel die Entwicklung eines Flughafens gibt, der 60 Kilometer von der Stadt weg ist, oder gegen Olympische Spiele in einer Stadt wie München, dann ist das schon ein Indiz dafür, dass die Menschen nicht wirklich ernsthaft begeistert an Wachstum hängen, sondern schon das Gefühl haben, oh, das ist eigentlich alles ziemlich schlecht für uns. Und ich verstehe auch durchaus, dass nicht alle vom Wachstum begeistert sind, weil nicht alle davon wirklich gleich partizipieren. Aber insgesamt, glaube ich, kann es uns nicht recht sein und Ihnen erst recht nicht recht sein, wenn solche Diskussionen letztlich ohne Gegenwehr, sage ich mal ganz deutlich, auch geführt werden. Und da muss die Politik auch stehen, meine Damen und Herren. Da muss man tatsächlich auch Dinge aussprechen, die vielleicht nicht so erfreulich sind, auch wenn einmal ein bisschen der Wind einem ins Gesicht weht. Und es ist schon irgendwie lustig, dass ich jetzt als Sozi hier stehe und für Wachstum werbe. Ist jetzt nicht ungefähr meine typische Rolle, aber ich tue das auch voller Überzeugung, weil ich auch vorher schon meinen Job hatte und weil ich mal irgendwann eine Volkswirtschaft hatte und das Gefühl habe, dass wir in München aufpassen müssen, dass sie nicht alles zum Schlechteren. Nein, ganz ehrlich, wir leben saugut in dieser Stadt. Ich finde es übrigens auch einigermaßen schräg, wenn ich mal versucht hätte, sozusagen diese Stadt ein bisschen schlecht zu reden, aber das hört in zwei Monaten wieder auf, dann sind wir wieder alle begeistert über unsere Stadt. Aber die grundsätzliche latente Gefühlslage der Bevölkerung müssen wir, glaube ich, gemeinsam versuchen, irgendwo aufzubrechen. Es kann nicht sein, dass die Leute glauben, wenn wir jetzt nichts mehr tun, dann bleibt alles gut. Das war jetzt ein kleiner Exkurs, den wir aber einfach darüber diskutieren wir sicher noch mehr als ein Jahr, wahrscheinlich noch viele Jahre, das ist auch völlig in Ordnung so. Was man halt nicht ganz verkennen darf, wir hatten zum Thema Radfahren halt einfach mal ein Bürgerbegehren, das ganz schnell mal schnell 160.000 Unterschriften gesammelt hat. Das müssen Sie mal versuchen für irgendein anderes Thema. Also es scheint schon eine große Interessenlage zu geben, dass zum Beispiel der Radverkehr einfach deutlich intensiviert wird. Wir haben das dann, ja, glaube ich, etwas holter die Polter, kann ich locker sagen, in der Fraunhofer Straße einfach mal durchexerziert. Ich habe das Referat noch nie so schnell arbeiten sehen. Das soll jetzt keine Abwertung sein, aber das ging echt rucki-zucki. Ich gehe mal davon aus, das war irgendwie schon gewünscht, dass es so schnell geht. Wir haben es damit, ich glaube, ganz gut geschafft, eine Diskussion anzustoßen, die mir persönlich überhaupt nicht wehtut, ganz ehrlich. Weil die paar hundert Meter Radweg, wenn wir in dieser Stadt keine größeren Probleme mehr haben die nächsten Jahre, dann bin ich richtig glücklich. Dann lass uns jedes Jahr stundenlang über 400 Meter Radweg diskutieren. Mache ich sehr gerne tatsächlich. Wenn das die einzige Sorge ist, die Sie alle miteinander haben, dann lass uns darauf anstoßen, weil dann geht es uns richtig gut, ganz ehrlich. Wenn wir kein größeres Problem haben, dann ist alles gut. Wir haben das auch von Anfang an als Verkehrsversuch bewertet und ich bin gern bereit, jede gute Idee aufzunehmen. Ich habe ja schon ein paar gehört, wir machen da jetzt Kurzparkzonen rein. Für die Geschäfte machen wir das mal da ab und dann wissen wir alle, also jedenfalls die Schapaya in München unterwegs sind mit dem Auto,
dann sind die den ganzen Tag frei und alle fahren dann dahin und fahren nach 2 Minuten wieder weg. Bestimmt überwacht. Also ganz sicher wird das funktionieren. Da bin ich jetzt schon sicher. Wir werden es machen, weil man sollte sich dagegen wehren. Wir werden da jetzt etwas abmarkieren und sagen, nur 2 Minuten halten. Und dann wird da sicher kein Hamburger, kein Kölner, kein Düsseldorfer stehen. Niemals. Und auch keiner länger als 2 Minuten, sondern dann werden immer vor den Geschäften die Plätze frei sein. Und wir werden das Halteverbot natürlich dort gnadenlos umsetzen durch Polizeihundertschaften, die dann Wache stehen. Also habe ich alles mit dem Polizeipräsidenten schon besprochen, der ist schon ganz begeistert vor diesen Einsatzszenarien. Also ganz ehrlich, meine Damen und Herren, man muss schon ein bisschen realistischer bleiben bei der Debatte. Klar können wir das machen. Und klar haben wir vielleicht die Hoffnung, dass der eine oder andere Parkplatz einmal frei bleibt. Aber die Idealvorstellung, die ich da teilweise gehört habe, Gottes Willen, da denken wir, waren die schon mal irgendwann in der Stadt unterwegs. Wenn alle Leute sich an die Verkehrsregeln so halten würden, wie es da teilweise aufgezeichnet wurde, dann hätten wir überhaupt kein Parkplatzproblem in dieser Stadt, weil da müssten alle nach einer bestimmten Zeit wieder wegfahren, würden sich niemals ins Halteverbot stellen, natürlich nie in Kurzparkzone oder eben nur ganz kurz. Also es wird nicht die Lösung sein, aber wir machen das natürlich, weil dann schauen wir mal, was wir dann nächstes Jahr diskutieren zu diesem Thema. Das wird ein wunderbares Perpetuum mobile werden, die Fraunhofer Straße. Und ich ahne auch, welche Wirte diese Vorschläge immer vorbringen. Aber es ist, wie gesagt, für mich überhaupt kein Problem. Was ich aber versprechen kann und will, ist, dass wir natürlich bei den zukünftigen Entwicklungen etwas anders vorgehen werden, weil ich glaube auch, dass es notwendig ist, dass wir mit den Anwohnerinnen und Anwohnern, aber auch natürlich mit den Unternehmen dort intensiver diskutiert, als es bei den paar hundert Metern der Fall war. Deswegen haben wir auch ein Verfahren beschlossen, das genau das vorschreibt. Wir werden jede einzelne Einrichtung im Stadtrat nochmal diskutieren, wir werden es vorher mit dem Bezirksausschuss diskutieren, wir werden es vorher mit den Anwohnerinnen und Anwohnern, mit den Unternehmen diskutieren. Ich will nur nicht sagen, dass es deswegen immer so hinausgeht wie gewünscht. Das kann ich jetzt nicht garantieren, aber wir können garantieren, dass wir vorher diskutieren werden. Und dann schauen wir mal, ob wir eine gute Lösung finden. Es gibt übrigens gute Lösungen, die man auch im Konsens erzielen kann. Wir haben beim Thomas Wimmering, glaube ich, jetzt einen vernünftigen Kompromiss gefunden. Da war der Vorschlag der Radlfahrer durchaus auch, dass wir quasi da nur noch eine Spur haben. Und da war ich selber derjenige, der gesagt hat, nee, mit einer Spur, das funktioniert tatsächlich doch nicht. Da muss es doch möglich sein, dass man wenigstens 2 Spuren aufrechterhält. Thomas Wimmering, insbesondere wenn ich irgendwann mal darüber nachdenke, die Autos aus der Altstadt einigermaßen rauszubringen, dann muss zumindest die Ringfunktion gewahrt bleiben. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir hier 2 Spuren lassen. Und es geht auch, es können 2 Spuren bestehen bleiben und ein bisschen ein schmalerer Radlweg, also auch der Kompromiss geht. Und so stelle ich mir Verkehrspolitik in Zukunft vor. Wir müssen schauen, dass das Radfahren sicherer wird. Das ist meine absolut höchste Priorität, denn ich lade gerne jeden ein, sich mal mit Eltern zu unterhalten, deren Kind gerade totgefahren worden ist. Ich habe das Vergnügen gehabt und ich glaube, wir müssen, wir jedenfalls als Politik und ich als Oberbürgermeister werde und muss alles tun, um jeden einzelnen Verkehrstoten in dem Bereich zu verhindern. Ich glaube, es muss unser gemeinsames Anliegen sein. Und deswegen müssen wir einfach Radfahren sicherer machen. Und sicherer ist es halt dann, wenn wir mehr Radwege machen und die auch ein bisschen breiter machen. Das wird passieren, egal wer jetzt Oberbürgermeister ist, da wette ich jetzt alles drauf. Das wird nicht nur in München, das wird in allen großen Städten in Deutschland, in Europa so passieren und das werden wir auch nicht aufhalten. Ich glaube, das muss man einfach vernünftig anpacken und da können wir besser werden, das sehe ich auch so und das werden wir in Zukunft auch tun. Wird Sie alle betreffen, weil wir werden mit Ihnen allen, ich meine, das war das ein oder andere Mal darüber diskutieren können. Ein Verkehrskonzept ist übrigens nicht nur Radfahren. Also meine oberste Prämisse ist nicht Radfahren. Das muss man deutlich sagen. Meine oberste Prämisse heißt öffentlicher Nahverkehr. Also meine oberste Prämisse wäre, wie die Innenstadt der Zukunft ausschaut, in 10, 15, 20 Jahren, die heißt, man erreicht sie absolut optimal mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Man muss damit gar nicht mehr Auto fahren. Ich möchte nämlich nicht lauter Schilder aufstellen müssen und sagen, Einfahrt verboten, sondern ich versuche, Politik zu machen, wo man bessere Angebote macht und die Menschen dann freiwillig zum Umdenken bewegt. Das ist, glaube ich, der einzig richtige Weg, weil ich Sie gerade sehe, ich habe vor der IHK-Vollversammlung gesprochen, habe zu meinem großen Erstaunen, aber auch zu meiner großen Begeisterung festgestellt, die IHK hat ein Verkehrskonzept aufgelegt. Da gehe ich mit jedem einzelnen Punkt konform und das von der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern. Ein sehr vernünftiges, modernes Verkehrskonzept. Auch da gibt es durchaus Dinge, die würden wahrscheinlich nicht alle a priori zu Beifallsstimmen hinreißen. Aber ich meine, mich hat es sehr beruhigt, wenn die IHK ein Verkehrskonzept erarbeitet, das letztlich dem, was mir jedenfalls im Kopf ist, ziemlich nahe kommt. Und insoweit bin ich schon sehr froh, dass wir da eine
sozusagen ein gewisses generelles Umdenken feststellen können. Der öffentliche Nahverkehr muss besser werden, da glaube ich, sind wir uns total einig. Er wird nicht dadurch besser, dass noch 100.000 Leute billiger fahren. Deswegen bin ich noch nicht so sehr der Freund von weiteren Inzentivierungsmaßnahmen. Also wir haben jetzt dann das 365-Euro-Ticket für die Jugendlichen eingeführt und die Schüler. Jetzt muss aber mal na, die Auszubildenden. Es muss aber dann auch mal genug sein, weil bevor ich weiter vergünstige, muss erstmal die Kapazität geschaffen werden. Also die Reihenfolge muss stimmen. Wenn wir endlich so weit wären, dass wir die Leute, alle fahren wollen, auch vernünftig transportieren können, dann kann man mit mir auch gerne über weitere Vergünstigungen im Nahverkehr reden. Von mir aus über kostenloses Fahren am Wochenende, was es alles in anderen Städten gibt. Aber wenn unsere Verkehrssysteme sowieso aus allen Nähten platzen, dann macht es definitiv keinen Sinn, die auch noch zu incentivieren. Das glaube ich, brauche ich Ihnen nicht erklären, weil Sie alle in Ihren Bereichen wissen, was es bedeutet, wenn man dann quasi zu viel Anreize schafft und dann selber die Leistung nicht bringen kann. Das ist nicht produktiv. Das heißt, wir müssen bauen, und da sind wir beim nächsten wunderbaren Thema in dieser Stadt. Wir haben, glaube ich, 8.500 Baustellen halt aktuell in dieser Stadt. Ja, ich glaube, die Zahl, die ich mir gemerkt habe, höre ich auch auf jeder Bürgerversammlung, auf jeder Bürgersprechstunde, und dann erkläre ich den geschätzten Münchnerinnen und Münchnern, dass wir das nicht machen, weil wir völlig blöd sind oder weil wir sie nur ärgern wollen, sondern weil es halt so viele Ansprüche gibt. Alle wollen ein schnelles Internet. Aber braucht man dummerweise so blöde Karten, die man in den Boden vergraben muss. Alle wollen ökologisch heizen, machen wir Fernwärme. Brauchst du dummerweise so fette Rohre, die man im Boden graben muss. Fernkälte ist total in. Brauchst du dummerweise so dicke, fette Rohre, die man im Boden legen muss. Wenn wir neu bauen, gibt es dummerweise Baustellen. Da braucht es Baustellen und Kräne. Wenn wir U-Bahn- oder S-Bahn-Stammstrecke bauen, braucht es Löcher, die wir buddeln müssen. Wer die gute Idee hat, wie man U-Bahn baut, dann ohne dass man ein Loch buddelt, herzlich willkommen, ich sitze da vorne. Also wer da eine tolle Idee hat, soll es mal sagen. Und das Ganze, wir bauen für 9 Milliarden Schulen, wir bauen Kindertagesstätten, weil ich jede Woche Hunderte schreiben kriege, dass es mehr Kinderbetreuungsplätze braucht. Ja, das hat alles was mit Baustellen zu tun. Dass wir alles auf einmal machen, ja, dann muss man irgendjemand sagen, was von diesen ganzen Punkten, die ich vorgetragen habe, dass wir nicht machen sollen. Und ich bin sehr zufrieden, was wir gerade, weil ich den Herrn Bretzen da nochmal so face-to-face sehe, was wir die letzten 6 Jahre so alles losgetreten haben. Doch immerhin mehrere Milliarden, zweistellige Milliardensummen, die wir jetzt investieren, weil die Stadt einfach nach vorn gehen muss und weil wir einfach 200.000 Leute mehr geworden sind. Ja, und insoweit, glaube ich, ist es notwendig, dass wir auch diese dummen Baustellen, die uns alle nerven, mich ganz besonders auch, weil ich auch mit dem Auto unterwegs bin, aber trotzdem akzeptieren und zumindest Verständnis zeigen, warum wir das alles machen. Ja, und so könnte ich jetzt ewig lang weiterreden, will ich aber nicht tun, weil ich zwischen dem Essen stehe. Böller Feuerwerk, ja, ich fand es gut das Jahr, ganz ehrlich, weil am Marienplatz letztes Jahr, das war schon grenzwertig, ganz ehrlich. Also wenn die Leute mit Feuerwerkskörpern auf sich zielen und auf sich schießen, dann ist das spaßbefreiend, muss man ganz ehrlich sagen. Also wer in ein paar Zeitungen die Bilder gesehen hat von Menschen, die sich da verletzt haben oder verletzt wurden, der weiß, dass es wirklich spaßbefreiend ist, ganz ehrlich. Also insoweit müssen wir da was tun. Ich wäre übrigens der Erste, der gerne ein zentrales Feuerwerk für die Stadt machen würde, irgendwo am Olympiapark draußen. Aber natürlich nur instead of, also Stadt. Zusätzlich ist es ökologisch natürlich nicht alle größte Brüller, wenn ich sage, wir machen zusätzlich zu den privaten Brüllern auch noch ein öffentliches Feuerwerk. Aber wenn wir irgendwie in den Griff kriegen würden, dass es kein privates Feuerwerk mehr gäbe, dann würde ich gerne ein großes zentrales Feuerwerk am Olympiapark oder wo auch immer machen. Und das dürfte auch 1 Million kosten oder 2, weil das würden wir uns schon dadurch sparen, dass wir dann auch nicht so viel wegräumen müssen. Aber bevor es da nicht ein einigermaßen Konsens gibt, wie es weitergeht in der Stadt, wird es weiterhin bei so temporären Themen bleiben. Und ich glaube, dass wir auch in Zukunft und auch im Jahr 2020, also auf 2021, jedenfalls am Marienplatz und an den bisher dieses Jahr geübten Flächen kein Feuerwerk mehr sehen werden und auch keine Böllerei mehr sehen werden. Ich glaube, das ist einfach erforderlich. Auch wenn die Zahl derer, die gern böllern, sage ich Ihnen, nennenswert ist, jedenfalls kann ich das an der Zahl meiner Briefe feststellen. Aber es melden sich immer die sich gerade ins Hintertreffen geraten fühlen. Also insoweit, glaube ich, gibt es auch ganz viele, die das Thema richtig fanden. Zum Thema Heizstrahler sage ich ein weiteres Mal, zum 17. Mal, glaube ich, hintereinander. Mir liegt es nicht. Schauen wir mal, es wird ja im März gewählt. Gibt es neue Mehrheiten? Wie die Hoffnung ist, wir können das vor März noch beschließen, wir sind dabei. Okay. Wenn das so ist.
Also schon lange mal diskutieren. Allerdings konnte jeder Standort auch wieder rückgängig machen vor dem Sommer. Da war ich mit dabei am nächsten. Das muss man halt auch wissen. Also nachhaltiger wird es, wenn es eine größere Mehrheit nach dem März beschließen würde. Aber vielleicht gelingt es uns ja auch darüber zu reden. Wir werden sehen. Wohnraum, ja, dazu will ich jetzt gar nicht mehr, weil es wäre weiter auch ein füllender Thema. Da glaube ich, versuchen wir gerade das zu tun, was man tun kann. Datenschutzgrundverordnung nervt mich mindestens so wie Sie alle. Ich will gar nicht wissen, ich fürchte, bei uns kostet es mehr als Ihnen, was wir bei der Stadt da alles treiben zur Datenschutzgrundverordnung. Da könnten Ihnen die Referentinnen und Referenten ein Beispiel geben und ein paar Stories aus Ihrem eigenen Bereich erzählen. Das ist etwas, was uns richtig freut, wo wir alle nicht umhin kommen. Der Wolfgang Fischer ist gelobt worden, den schließe ich mich gerne an. Citypartner ist eine sehr vernünftige Zusammenarbeit. Da freue ich mich immer, weil das ist konstruktive Kritik, die wir da haben. Manchmal sogar Lob. Aber das muss ja nicht sein, das ist ja nicht sein Job. Aber so funktioniert es meines Erachtens. Und zu guter Letzt ist Bonbon schlechthin. Ich hatte am Wochenende eine Veranstaltung. Schausteller, Jahresbundesversammlung, war sehr spannend. Geladene Redner waren Hubert Aiwanger, eigentlich in Vertretung des Ministerpräsidenten, aber er war da, und der geschätzte Bundesfinanzminister und meine Wenigkeit. Das war echt ein Erlebnis, also vor gefühlten 1500 Schaustellerinnen und Schausteller aus ganz Deutschland, hat Hubert Aiwanger die Chance genutzt und gesagt, ich weiß, was empfängerorientierte Kommunikation heißt. Ich ziehe jetzt das sauber vom Leder über alles Mögliche, auch über die Bonpflicht natürlich. Und jetzt haben wir gedacht, dann als zweiter Redner Olaf Scholz, der wird es schon richten. Er war sehr pikiert. Er konnte die Kritik nicht verstehen, hat gesagt, er trifft immer nur Menschen, also wenn er mit Menschen spricht, die anständig Steuern zahlen, die gar kein Problem haben, die gerne Steuern zahlen. Und egal wo er ist, hat er gesagt, nie trifft er irgendjemand, der nicht gern Steuern zahlt oder der keine Steuern zahlt. Okay, habe ich gesagt, er trifft den so früh. Das muss irgendwie auch an die Empfänger liegen. Ich habe mich geoutet und gesagt, also ich darf gern weniger Steuern zahlen, ob er das irgendwie möglich machen kann. Aber er hat es nicht getan. Aber zur Bonpflicht habe ich auch gesagt, also ich verspreche ihm, er kriegt von mir einen Live-Erlebnisbericht von der diesjährigen Wiesn. Ich freue mich schon drauf, wenn die Wiesnbedienung zu jeder Masse dann irgendwie den Bon irgendwo draufkleben und dann dem Gast bei der sechsten Masse sagen, du hast deinen Bon, also, wow. Das wird richtig prickelnd. Ich fürchte mal, wir werden die Müllabfuhr deutlich erhöhen müssen und die Straßenreinigung. Aber ganz im Ernst, also ich glaube nicht, dass man da im Ministerium ganz bis zu Ende gedacht hat, was man da losgetreten hat. Man sollte manchmal als derjenige, der der Chef ist, auch das hinterfragen, was einem die Kolleginnen und Kollegen so aufschreiben. Das Thema Bodenpflicht jedenfalls ist eins, das kann man wirklich jetzt sagen, also Populismus ist nicht der Weg der SPD. Also das muss man sagen, wenn man jemanden mit populärer Politik übersetzen will, ist er nicht der Weg der SPD. Das kann man jetzt wirklich nicht vorschmeißen. Weil die Idee zu haben, dass er damit berühmt wird oder begehrt oder beliebt wird, die hat jetzt nicht mal Olaf Scholz. Insoweit muss man ihm zumindest zugestehen, dass er das, was er dann auch als Antwort gegeben hat, ernst gemeint hat, nämlich, dass er ja nur eine Erleichterung haben wollte für alle ehrlichen Geschäftsleute, damit die nicht aus Versehen irgendwas nicht versteuern. Deswegen hat er diese Bonpflicht eingeführt, damit sie nicht vergessen, dass sie jede einzelne Gabe dann auch bonieren. Das war also eigentlich als Hilfestellung gedacht, an sie haben es nur nicht verstanden. Also insoweit müssen Sie es als Hilfestellung sehen, gut gemeint. Also Bundesfinanzministerium, gut vertreten durch unseren Bundesfinanzminister. Wie lange diese Regelung Bestand haben wird, werden wir auch sehen. Also ich werde meinen Teil dazu beitragen, eine realistische Schilderung der Geschehnisse in München da zum Besten zu geben. Und vielleicht gelingt es uns ja gemeinsam, sogar ein solch großes Rad irgendwann wieder mal ein Stück zurückzudrehen. Und das ist etwas, was wirklich niemandem ernsthaft hilft, was aber auch mordsmäßigen Aufwand auflöst. Und deswegen glaube ich, wäre es alle Zeit, dass wir dieses Thema vielleicht wieder nach hinten zurückdrehen.
Ich werde es versuchen, ich habe es im Ministerium schon gesagt, aber wir probieren es einfach mal nochmal. In diesem Sinne wünsche ich auch ein erfolgreiches Jahr 2020, ein wirtschaftliches, erfolgreiches Jahr, ein gesundes Jahr für Sie, ein glückliches Jahr 2020 und allen ein friedliches Jahr. Und will mit dem Aufruf enden, den der Gregor Lemke gesagt hat. Gehen Sie wählen, werben Sie für Demokratie. Ich freue mich auf eine hohe Wahlbeteiligung, wenn es auch nicht zwangsläufig meiner Partei ist. Aber auf jeden Fall hilft es der Demokratie und deswegen muss es unser gemeinsamer Ansatz sein. Herzlichen Dank, dass Sie mir so lange zugehört haben. Schönen Abend. Danke.